Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei DoFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Tick-Tack, Tick-Tack, 98, 98. Natürlich mit den anderen noch zusammen. Hallo. Hallo. Hans, hallo. Geht's dir gut? Ja, es geht wieder. Ein bisschen Kopfschmerzen, aber es geht schon. Ja, das will ich hoffen. Ja. Alter Vater, ey. Muss. So, du. Dein Wagen sieht aber auch nicht gut aus, ey. Ja, nee. Den irgendjemand mal abschleppen. Ja, den ist erstmal egal, der spielt erstmal keine Rolle, ist ja nur Materialschaden. Ey, pass auf, ja. wir brauchen irgendwie Infos, wer dich verfolgt hat oder keine Ahnung. Keine Ahnung, da war ein Auto hinter mir und ich habe halt nur gemerkt, wie er mich verfolgt. Ich wurde schneller, er wurde schneller und ja. Hast du zufällig gesehen, was für ein Auto das war? Nein, habe ich nicht gesehen. Auch nicht, wer drin saß oder so? Nein, ist ja dunkel. Also Abenddämmerung. Ich hab's nicht gesehen. Okay, also ich... Okay, also wenn Hans jetzt auch noch verfolgt wurde und also dann wird es hier immer krimineller. Ich finde mal call am Telefon, also das ist ja. Vielleicht sollten wir eine kleine Krisensitzung einberufen oder so und sollten uns, keine Ahnung, irgendwo erstmal zurückziehen, wo wir alle, ja, wo wir halt einfach alle sein können jetzt gerade. Mir, aber ja, wo könnten wir hin, wo wir den Platz haben? Hier in Schwarzingen. Ja, es wäre gut, wenn es auch sicher wäre. Was haltet ihr von meiner Villa? Da ist eine Mauer drum. Ja. Wir haben genug Platz. Oben Essen auf dem Berg. Alles ist da. Ja. Ja, genau die Festung meine ich. Könnten wir errichten wie ein Fort. Ich sag dir, weißt du was, Bella? Was denn? Wir bauen unser Haus auch festungsartig. Ja, am und dann bauen wir so einen Katapult rein und dann tun wir die Festung da oben. Tun wir die angreifen. Ja, erstellen wir dann an als Sicherheitsdienst. Kennst du das Spiel? Kennst du das Spiel Forts? Also nicht Forts, sondern Forts? Ich wollte auch gerade sagen, was war denn mit Forts? Hast du neue Handy-App oder was? Nicht Forts! Forts heißt auch auf Englisch nicht Forts. Oder Forts heißt. Ihr baut ein Haus. Was? Wir haben eine Krisensitzung hier. Wir müssen die einberufen. Das ist jetzt nebensächlich. Wir reden später. Fuck. Oha, das gibt schon wieder. Okay, Spaß. Dann lasst ihr die Fritzewelle fahren. Lasst uns dort zusammensetzen und lasst uns beratschlagen, was wir als nächstes tun. Okay. Bei wem ist noch Platz? Mehr Geld, du fährst. Ja, Komm, Hans, ich kann's bei mir mit rein. Ja? Jetzt. Ja, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Da war ein Heli, Alter. Das ist ganz was machen wir? Hubschrauber? Hä, was macht ihr Hubschrauber? Hab ich nicht gesehen, ja. Ist finster. Der hatte doch da was dranhängen. Wie was dranhängen? Wie, was? Irgendwas Großes war dran. Der bringt Panzer nach Schwarzing. Das ist die Nationalgarde. Die bringt Militärequipment nach Schwarzingen. Hier ist was ganz Großes. Hier ist ein ganz dicker Fisch. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das riecht schon wieder nur nach Ärger. Oh nee, ey, ohne Witz. So, komm, Abflug. Ganz ehrlich. So, Leute, ganz kurz. Ich habe mich mal ganz kurz gemutet. Einmal OOC, also Out of Character. Wir haben eine neue Map-Version hier drauf. Nicht wundern. Die Map-Version ist erstmal für euch nicht zugänglich. Aber ich kann euch so viel schon mal sagen. Die Map-Version wird veröffentlicht werden. Also da wird demnächst was kommen. Da sind ein paar Sachen geändert, gefixt und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht ein Komplettumbau. Deswegen haben wir auch das Problem, dass wir aktuell noch einen sehr, sehr leeren Cache haben. Was zu schon erheblichen Lags führen kann. Wir haben anfänglich erstmal die komplette Map synchronisiert. Alle Spieler und so weiter und so fort. Trotzdem sind wir 16 Mann auf dem Server. Und ja, bis der Cache wieder gefüllt ist, bis da alles wieder da ist, da kann es eben schon mal zu ein paar erheblichen Lags kommen. Außerdem ist es eben so, dass die Schwarzingen die Schwarzingen ist. Das heißt, die laggt sowieso, weil die halt von Grund auf scheiße aufgebaut ist. Von damals eben, die ist halt nicht sauber aufgebaut worden. Und naja, das Rad neu erfinden auf die letzten Monate können wir dann auch nicht. Ihr wisst ja, der LS21 steht ja auch vor der Tür und bla und so weiter. Ne, nur einfach mal zur Erklärung für euch. Ne? Und was alles neu ist und so weiter, werdet ihr im RP erfahren. Also übrigens wir auch, wir wissen es selber nicht. Okay. Bella. Ja, Miguel. Ja, oh scheiße, ich hab das Licht ausgemacht. Okay, aber so, das habe ich bei der Bundeswehr damals gelernt. Was denn? Ja, ohne Licht zu fahren. Ah. Ja, ja, da sind wir immer ohne Licht gefahren. Okay, bei der Bundeswehr. Wieso?
Ja, erklär's mir doch. Ich war nicht bei der Bundeswehr. Also erklär's ja, aber wie, was könnte der Grund sein, dass man bei der Bundeswehr ohne Licht fährt? Warte mal, hier ist Bier. Lass uns da stehen, da steht doch schon in der Sonne im Winter überall. Ich wollte gerade sagen, also das, okay, wenn das eine Schale ist, dann weiß ich auch nicht. Also. Vielleicht ist das jetzt besser gereift. Das ist Wein wahrscheinlich. Es ist Bayernbier. Warum fährt man bei der Bundeswehr, warum könnte man ohne Licht fahren, Bella? Damit man, keine Ahnung, du hast auf jeden Fall eine große Wahrscheinlichkeit, dass du gegen einen Baum fährst. Okay. Oder in den Graben. Aber was könnte der Grund erstmal dafür sein, dass man das Licht ausmacht? Damit man das nicht darf gesehen doch wohl wird. Nicht wahr sein. Dass man nicht gesehen wird? Ja. Für Sie ist alles in Ordnung? Ah! Oh Gott! Oh, Alter! Ich glaube, dir ist was passiert! Schnell! Die Schreie haben wir bis hier runter gehört. Der... Oh, ja. Schnell! Dem Fritz ist was passiert! Alles gut? Oh. Miguel, warum fährt... Mann, das darf doch wohl nicht wahr sein! Dieses Arschloch hat mir die Statue geklaut! Oh. Leute, das war der Heli! Na, der Heli! Puh, das war der Heli, da, weil du hast ja gesagt, da hängt was Großes unten dran. Wo ist der Ziegel? Und das direkt vor deiner Nase. Das war der Heli, der hat deine Stab. Alter! Gottes Willen. Aber warte ganz kurz, ich mach Abhilfe. Fahr dein Ding da runter! So ist das viel besser! Oh ja, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh. Wie harmonisch dieses Gebäude gleich wirkt. Unfassbar. Oh nee. Also das ist krass. Also ich muss sagen, also das ist wirklich... also das ist wirklich... ja. Ja, also das ist... okay. Wow. Erst meine Frau. Und jetzt das Wichtigste genommen. Das haben die wahr sein. Nicht dein Ernst, das mit dem Wichtigsten. Ja, mal, aber deine Frau kommt doch schön vor dem Deutz, oder Fritzl? Was? Deine Frau kommt doch schön vor dem Deutz, oder nicht? Also jetzt muss ich mal ganz klar sagen, ist sie denn gerade hier, um Ihnen in dieser schweren Stunde beizustehen? Ja, wo ist sie denn? Wurde entführt. Ach so, ja, scheiße, da war ja was. Mist, die ist auch noch weg. Ja, okay, dann wollen wir ihr das mal nicht zum Vorwurf machen, dass sie gerade nicht da ist. Wenn sie entführt wurde. Wäre vorteilhaft, Miguel. Nee, das ist scheiße. Ey, na kacke, aber jetzt mal ohne Witz, ey, lass uns mal reingehen, jetzt mal ohne Witz, lass uns mal reingehen. Hier sind noch die Spuren vom Reifen, wo er drauf stand, das ganze Gras ist hier noch so schön warm. Schnell, hol Gips, mach einen Abdruck, kannst du an der Wand hängen. Ey, wenn ich den Typ kriege, ohne Scheiß, nee. Ja, pass auf, lass mal reingehen hier, hast du Licht in der Bude? Boah, schön die weiße Couch, ist das eine Messe. So, passt auf. Ey, geh da mit deinen Schuhen runter, bist du bescheuert? Oh, ich sitze. Die dicken Sicherheitsschuhe. Sag mal, haben wir auch anderes Licht oder gibt's hier nur so ein... Das düster irgendwie. Hier gibt's nur dieses Licht. Wow. Das ist irgendwie Schwimmellicht, ja. Könnt ihr mal... Ja, jetzt kommt doch mal ins Licht hier, Leute. Ganz ehrlich. Und macht doch mal die Taschenlampen aus, das ist eine Katastrophe. Ich krieg hier gleich einen epileptischen Anfall. Ich fühle mich wie in so einer Großraumdisco. Mit so den Stroboskopen hier. Habt ihr Säcke vor den Türen oder was zu Hause? Ja. Alle im Zelt geworden. Ja. So, pass auf. Also Fakt ist mal eins. Also, die Liv ist weg. Und ich muss mal ganz ehrlich jetzt fragen, welchen in irgendeiner Weise nachvollziehbaren Grund gibt es denn, diesen Deutz da draußen zu klauen? Also, mit welchem Hintergrund? Warum? Keine Ahnung. Also, Prinzip Fritzl. Um mich zu ärgern. Das wäre ein Grund. Gut, das wäre ein Grund, ja. Ja, aber das wäre wohl der einzige. Und wisst ihr, was heute echt noch traurig ist? Mhm. Der Deutz ist weg. Meine Frau ist weg. Karl ist weg. Schlag ist weg. Und jetzt haltet euch fest, der Schlag, der hat heute auch noch Geburtstag. Hä? Ja. Wie meinst du denn das? Der hat heute Geburtstag. Um Gottes Willen. Der hat Geburtstag und ist weg? Der hat Geburtstag und ist weg, das geht ja mal gar nicht. Vielleicht feiert der Geburtstag. Dann hätte er was gesagt. Okay, pass auf. Aber ist es nicht langsam an der Zeit, den Bayer und den Peter jetzt zu verständigen? Wo sind die zwei denn überhaupt? Aber, wartet mal. Nicht. Kontaktiert sie nicht. Warum denn? Der Bayer, der wollte mir nicht helfen. Ich habe ihm das alles erzählt, was hier passiert ist. Und dann hat er gesagt, da kann er nichts gegen machen. Er möchte mir nicht helfen, hat er gesagt. Aber wenn deine Frau entführt ist, hat man vielleicht ihm schon Bescheid sagen. Ja, und zumal, guck mal, also Jupp ist auch gerade nicht hier, ne? Also, wollt ihr ja nur mal angemerkt haben, der ist,
Der arme Jupp. Wie, Jupp ist nicht hier? Wo ist Jupp? Jupp ist nicht da. Hä? Wir sollen nicht zugehört, wo wir hier hochgefahren sind? Nee. Der hat Kartoffelsäcke im Ohr gehabt. Jupp. Oh. Jupp. Jupp. Ja, der war zuerst noch da, jetzt ist er nicht da. Der ist nicht hier. Der war unten noch vielleicht da. Vielleicht ist er oben. Jupp. Der kackt bestimmt. Der kackt immer. Egal wo der ist, ist der immer. Scheiße, wie ging das jetzt gerade? Miguel, komm, Telefon. Ja? Oh? Einen wunderschönen guten Abend. Oh, ist für dich. Für ey. Ich grüße Sie, Herr Fritzl. Yes, hey, ey, warte mal, bleib mal stehen. Warst du das mit dem Hubschrauber gerade? Wen habe ich da jetzt am Telefon? Ja, hier ist der Miguel, der Fritzl. Ich grüße Sie, hier ist der Kurbel, hallo. Welcher Kurbel? Sind Sie die zwei Herren, die da mich mal komischerweise besucht haben? Moment, der Kurbel aus Wutscheier? Ja, natürlich, gibt's noch einen. Wieso rufst du jetzt hier an? Naja, also bei mir, ganz komischer Kauz, bei mir war so ein Anwalt. Der wollte mir, passt auf, das ist ganz komisch, keine Ahnung, sag mal, habt ihr zwei irgendwie sowas im Bereich BGA und irgendwas mit Landhandel? Ja, ja. Also der Fritz hat eine BGA und ich habe einen Landhandel. Da ist denn da der Geschäftsführer? Ne, bei Fritz. Achso, nee, bei dir ist ja anders. Also bei mir bei der BGA ist das der Gustav. Gustav Ganz. Okay. und bei dem Miguel, wie ist denn das da? Na, der muss selber fragen. Der Harald und der Miguel. Wir haben da, glaube ich, ein Problem. Hä? Warum? Naja, also ich habe ja. Bei dem, was hast du aus Wutscheier mit unserer BGA und Landhandel zu tun? Naja, das will ich gerade erklären. Ich habe ja nur auch nicht mehr so gute Augen. Ne? Ich habe das erst im Nachhinein festgestellt. Ich dachte, es ist ein Buchabonnement gewesen. Aber ich bin jetzt irgendwie euer Boss. Hä? Was? Also euer, wie soll man sagen, euer Vorgesetzter. Du kannst mich mal am Arsch schrecken. Was für ein Vorgesetzter? Naja, ne, ich soll da was unterschreiben von dem Herrn. Wie hieß denn der? Fridolin, Freispruch. Ja, genau, so hieß der. Ganz komischer Coach. Der hatte irgendwas mit der Stimme. Totales Rindvieh. Der legte mir da was vor, sagte, das ist ganz schön, da habe ich Spaß im Alter. Und ich dachte, ja gut, man liest ja gern, ne? Und habe das unterschrieben. Und naja, wo ich mir dann abends die Brille aufgesetzt habe, habe ich da gelesen, das ist irgendwie eine Überlassungsurkunde gewesen. Das ist eine Fälschung. Naja, ne, deswegen rufe ich an, weil das ist alles ein bisschen ganz kurios. Aber das kann nur eine Fälschung sein, weil der kann ja nicht einfach über unsere Geschäfte verfügen. Ich kriege aber Bluthochdruck hier, aber ganz gewaltig. Naja, ich wollte euch da nur Bescheid geben, nicht, dass ihr euch wundert. Ich komm, also wenn ihr nichts dagegen habt, darf ich vielleicht mal auf Besuch kommen? Willst du deine zwei neuen Firmen angucken, oder was? Nee, um Gottes Willen, also ich will damit gar nicht... Ja, du kannst auf Besuch kommen, aber sowas von kannst du auf Besuch kommen, da kannst du die zwei Urkunden gleich mitbringen, alter Herr. Das wird das hier mal ganz schnell wieder rückgängig machen. Ich habe noch eine andere Frage. Ja? Hast du irgendwie eine Statue bei dir stehen? So ein großer Traktor? Was? Okay, danke. Nee. Aber noch was anderes. Hat der Freispruch oder war noch irgendjemand bei dir oder war das nur der? Nee, da war noch so ein ganz komisch dunkelgekleideter dabei. Hat der was gesagt? Ja. Nicht wirklich, der hat halt überall rumgeschnorcht und wollte überall gucken und aber ganz komisch. Hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber du weißt nicht, wer das ist oder was oder war? Nee, der kam mit so einem großen Transporter an. Ich mir hinten, weiß ich nicht, ob da irgendwas an den Federn war. Der hat hinten immer so komisch hin und her gewackelt. Aber ja, nee, dann sind die auch wieder gefahren. Dann haben die doch irgendwas anderes gesagt, irgendwie, was für uns noch wichtig sein könnte. Ich streng doch mal deine Erbse an da oben drin jetzt. Hast du vielleicht irgendwas gehört von der Liv oder so? Nee, die haben bloß über eine Frau haben sie gesprochen, aber Namen haben sie gegen genannt. Die haben bloß gesagt, die ist bitte Sackgang mit ihrer Quietschstimme. Ja, okay. Genau, was das ist. Warum hat denn der Transporter hin und her gewackelt?
Weiß ich nicht, ich habe doch gerade gesagt, kann ja sein, dass da irgendwas an Federn war. Jedes Mal so hin und her, weißt du, also, aber das Komische war im Stillstand. Hast du was gehört vielleicht? Nee. Kann ja sein, wir haben manchmal ein bisschen Erdbeben, kann nur daran liegen. Es kann ja nicht sein, dass der Freispruch da mit drinne hängt vor das Rohr, das gibt's ja gar nicht. Aber wieso, ja, aber wieso hat, macht der das denn? Aber der hat ja schon beim letzten Mal gesagt, Miguel, wo wir ihn belauscht haben mit dem Handy. Ja. Das Einzige, wo ich, also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die, naja, dass die irgendein, warte mal, wo, wie hieß euer Ort gleich nochmal? Schwarzingen. Ja. Dass die da irgendjemanden hinschicken wollen. Wen? Ja, keine Ahnung, sehe ich aus wie die Auskunft. Hinschicken wollen oder schon hingeschickt haben? Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Es kann ja auch sein, dass sie es schon gemacht haben. Oh, pass auf, setz dich ins Auto, komm hierher, dass wir das rückgängig machen können und fertig ist. Und streng dich nochmal an, ob da eventuell noch was war. Ja, in Ordnung. Okay. Das kann aber ein paar Tage dauern. Also ich bin ja, ja. Und wenn dir noch was einfällt, dann ruf bitte sofort an. Und oder schreib es dir auf. Ja. Weiß ja nicht mehr aufschreiben. Na, wenn dir was einfällt. Ach so, ja. Ja. Das ist kein Problem, ne? Schreib dir das auf. Ich hab gerade so ein Gut schon. Jungs, ich. Hast du einen Krummel im Bauch? Ja, alles klar. Gut. Tschüss. Scheiße. Also irgendeiner will uns hier ein dickes Ei drehen, das steht mal ganz klar fest. Also deine Olga, ich mache eine Wette, die war da hinten drinne. Glaube ich auch. So, wenn das der Freispruch war und noch irgendjemand, wer soll denn das noch gewesen sein? Sag mal, das nimmt doch ganz komische Ausmaße an, jetzt mal ohne Flachs. So, dann Fritze, wenn Liv jetzt entführt ist, müssen wir zur Polizei gehen. Dann die BGA und dann noch der Landhandel, deine Statue da draußen. Ich will gar nicht zum Landhandel fahren, ich traue mich gar nicht dorthin zu fahren. Wir rufen Bayer jetzt an, würde ich sagen. Ja. Gute Idee. Also, die müssen uns irgendwie unterstützen. Also, das ist ja nicht schön, um Gottes Willen. Also, zu mir hat er gesagt, nein. Aber wenn die ganze Stadt. Ja, soll ich ihn da mal anrufen und laut machen oder so? Ja, ruf ihn mal an. Okay, alles klar. Ich rufe den Bayer mal an. Also, geht nicht mehr anders. Polizeiinspektion Schwarzingen beim Apparat. Herr Bayer. Ja. Wir haben ein Riesenproblem. Das wäre? Wir haben viele große Probleme. Hier geht was ganz Komisches vor, Herr Bayer. Und wir müssen jetzt wirklich uns die Eier in die Hand nehmen, den Sack straff ziehen und müssen jetzt hier wirklich was machen. Die Liv ist weg. Müssen wir erstmal. Die Vorhanden ist weg. Die Liv ist weg, die ist entführt worden. Und der. Bitte was? Ja, und es hat noch. Das hier ist deine Schuld. Ja, genau so hat mich mir das vorgestellt. Das ist meine Schuld. Dass wir das so machen. Weil sie wollten mir nicht helfen. Ich bin zu ihnen gekommen, hab mein Herz ausgeschüttet. Hab gesagt, dass ich Angst habe und Hilfe brauche. Was haben sie gesagt? Können da nichts tun. Herr Bayer, pass auf, am Telefon ist vielleicht nicht so geil. Können wir uns irgendwo kurzfristig treffen? Können Sie zur Fritzelvilla kommen? Ja, ich komme hoch. Und können Sie den. Ist der Peter da? Ja, Peter nehme ich auch mit. Beziehungsweise alle, die da sind, wenn noch jemand bei Ihnen ist, bringen Sie die alle mit, lassen Sie niemand alleine. Ja. Wir sind hier auch alle versammelt. Wir gehen nicht mehr alleine irgendwo hin. Alles klar. Alles klar, Herr Bayer. So schnell ich kann, ne? Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Hey, Fritze, ohne Witz. Was machen wir jetzt? Also, pass auf. Ich weiß es nicht. Das ist. Ich bin so geknickt gerade. Wegen deiner Frau oder wegen dem Dates? Oh nein, das ist doch nicht dein Ernst, Fritz. Mo, immer wegen deiner Mom. Ey, Leute, was geht denn hier vor? Es fühlt sich echt komisch an. Ich brauche jetzt erstmal einen Drink. Miguel, hol mal aus der Bar für jeden kurzen oder so. Das ist unglaublich. Komm mal, oh nee. Du hast doch einen Sohn, schick den doch. Stiefsohn, so viel Zeit muss sein. Ja. Außerdem bist Stief du. Stiefbruder ist auch keine Zeit, oder? Aber wir sollten vielleicht. Bella, nebenbei was mal zu trinken. Wir sollten vielleicht nebenbei mal überlegen, was denn die Herrschaften alles für Gründe haben, um so einen Zirkus hier zu machen. Das ist Wahnsinn. Was war jetzt mit dem Landhandel und der BGA? Also, wenn wir alle Dinger mal zusammenzählen, hat das irgendwas mit dem Zement zu tun? Meine Statue ist weg, weil ich nicht gehört habe.
Liv ist weg, Karl ist entführt. Wir haben unsere verschwunden. Miguel hat den Landhandel verloren, ich habe die BGA verloren, momentan erstanden mit der gefälschten Scheiße. Ihr habt die verloren? Naja, verloren, also... Ja, verloren. Wir haben halt einen anderen Boss. Oh nee, ey, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr. Ach, ich gebe den Landhandel ab, ich mache nur noch Malediven oder so. Ja. Du hast nichts mehr zu sagen an der BGA, erstmal. Ach so, ja gut, ich habe auch noch ein Werbebanner bestellt für dich, Chef, ne? Du hast das bestellt? Das Werbebanner? Ja, ich habe eins bestellt, ja. Du hast das in Auftrag gegeben. Also mir ist nur ganz wichtig, dass du das warst. Ja, ich habe es in Auftrag gegeben. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich da eigentlich das wäre. Okay, aber ganz ehrlich, ich glaube, du bist designtechnisch, hast du sehr, sehr gute Ideen. Geht es jetzt natürlich um irgendeinen Banner oder um Werbung? Ja, wir müssen uns auch mal ein bisschen ablenken. Ja. Ja, Mann, ey. Freunde. Komm, Bella, wir gehen hoch, wir lenken uns auch ab. Nimm doch mal das Gästezimmer. Ey, das ist doch jetzt nicht schon Abend. Ja, was soll ich denn machen jetzt, mal ganz ehrlich? Ina, ja, komm. Analysieren lassen. Ja, ich hab ein paar Drinks hingestellt, hab nur Whisky gefunden. Lass die zwei da oben mal Spaß haben. Das ist schallgedämpft, solange die Fenster nicht aufhaben. Und wir gehen jetzt ein Bier trinken erstmal. Achso, du hast doch noch Bier hier. Ohne. Ja, hier, die Bar ist voll. Unglaublich. Wahnsinn. Da gib mir mal eins. Vielleicht gleich noch eine Poolparty schmeißen. Geil, das ist ein Designer-Bett. Das ist geil, ne? Komm rein in Fritzes Bett. Fritzel von wegen. Nicht in mein Bett! Ja? Oh ja, scheiße, warte mal, Sirene. Ich muss los. Der Kopf kommt. Nee, wie, du musst los. Keiner verlässt das Gebäude. Nein, Stecher, bleib hier. Keiner verlässt das Gebäude. Sie bleiben alle hier, wir machen das Tor zu. Yay, komm da runter. So, okay, gut. Aber, meine lieben Freunde, wir sind noch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Was mit der ganzen Sache hier auf sich hat, werdet ihr ja vielleicht irgendwann, vielleicht nie erfahren. Ich weiß es auch noch nicht. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.